Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Im Rahmen der Serie App Center möchte ich euch heute zeigen, wie ihr eure eigenen Events mit der Hilfe von App Center tracken könnt. Viel Spaß dabei! Bei Visual Studio App Center oder auch kurz App Center handelt es sich um eine Sammlung von verschiedenen Diensten, welche bei der Entwicklung einer mobilen App hilfreich sind. So lässt sich die App entsprechend mit App Center bauen oder auch automatisiert testen. Darüber hinaus gibt es eine Option zum Bereitstellen der App für verschiedene Plattformen. Sobald die App in den jeweiligen Stores veröffentlicht wurde, kann man auch Analysedaten oder Informationen über App-Abstürze einsehen und entsprechend seine App verbessern. In einem der letzten Videos habe ich euch gezeigt, wie ihr einen kostenlosen App Center Account anlegen könnt und wir haben App Center in unsere Android-Version integriert. Damit können wir bereits allgemeine Daten zur Verwendung der App in App Center einsehen. Nun wollen wir das Ganze erweitern, sodass wir eigene Events tracken können. Zunächst öffne ich unser Beispiel Xamarin Forms Projekt in Visual Studio. Ich habe auf der Mainpage einen Button und ein Label hinzugefügt. Außerdem habe ich die Logik ergänzt, dass beim Drücken des Buttons ein Counter erhöht und im Label ausgegeben wird. In dem Clicked-Event des Buttons ergänzen wir nun den folgenden Code. Wir starten nun einmal die App. Und klicken ein paar Mal auf den Button. Nun wechseln wir ins App Center und finden unter dem Eintrag Analytics Events und hier finden wir entsprechend nach kurzer Zeit nahezu in Echtzeit den passenden Eintrag. Wechseln wir wieder zurück in Visual Studio. Es ist nämlich auch möglich, weitere Daten dem Track-Event hinzuzufügen. Daher wollen wir noch den aktuellen Stand des Counters übergeben. Auch jetzt starten wir wieder die App und klicken ein paar Mal auf den Button. In App Center sehen wir dann die zusätzlichen Daten. In diesem Video habe ich euch gezeigt, wie ihr ganz einfach eigene Events mit der Hilfe von App Center tracken und erfassen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und seid doch auch beim nächsten Video wieder mit dabei.